Moin und herzlich willkommen zur 9. Folge von Let's Play Anschluss 3, wo wir uns mit einem Mittelklasse-Team in der dritten Liga rumplagen. Das Ganze hätte ich mir natürlich eigentlich schöner vorgestellt, dass uns eine Überraschung gelingt und wir oben um den Aufstieg mitspielen. Andererseits bin ich froh, dass wir nicht so ganz direkt um den Abstieg spielen momentan. Ich hatte Meier, glaube ich, gerade aus der Elf geschmissen, weil ich gesagt habe, nach dem letzten Spiel ist das Ganze etwas kritischer zu sehen. Wie war denn das letzte Spiel? Zweikämpfe, Passspiel und der aktuelles findet man den Spielbericht. Genau. 0:0, wie auch sonst. Wir rutschen tatsächlich immer weiter ab. Aber noch ist nicht aller Tage Abend. Auf der rechten Seite hat Götzscher jetzt verdient, mal wieder reinzukommen und eine zweite Chance verdient. Werner bleibt auf der Ersatzbank sitzen. Groß-Achtsbach ist sowieso nicht der stärkste Gegner. Ich setze Werner tatsächlich nicht mal von Anfang an ein. Nehme Rapp in die Startelf, der wieder fit ist. Ich kann tatsächlich Taylor noch ein zweites Mal besuchen. Darüber freut er sich vielleicht. Und dann setzen wir Alexandra auch mal statt Schulte auf die Bank. Ich glaube sowieso drei Innenverteidiger auf der Bank brauchen wir nicht. Aber warten wir mal ab, was bisher in der Woche passiert. Wie sieht es bei den klammen Finanzen aus? Ja, durch den zweiten verliehenen Spieler haben wir wenigstens noch ein wenig Geld einnehmen können. Matthew Taylor ist sehr froh darüber, dass sie ihn nicht vergessen haben. Champions League Spiele, mal wieder. Die letzten Spiele der ersten Gruppenspielphase, so ist es richtig, finden statt. Tottenham mit dem ersten Punktverlust, einem 0:0 gegen Juventus Turin. Leski Sofia schlägt Sporting Lissabon, wodurch Lissabon es nicht schafft, auf den dritten Tabellenrang zu springen, zweiten Tabellenrang zu springen. Sie nehmen somit an der Europa League teil. Tottenham und Juventus kommen in die nächste Champions League Gruppenrunde. Das ist noch das sehr alte Champions League Format mit zwei Gruppenrunden, nicht wundern. Olympique Lyon schlägt Manchester City nicht, sondern spielt unentschieden. FC Basel gegen Panathinaikos Athen 3:2. Panathinaikos damit gerade noch so abgefangen von Manchester City und in der Europa League, während Olympique Lyon sich deutlich und Manchester City sich knapp für die nächste Gruppenrunde qualifizieren. Bayern München gegen Real Madrid 1:1, Schachtja Donetsk gegen FC Porto 2:0. Hätten die Bayern mehr als einen Punkt geholt hier, wären sie noch auf Platz 2 vorgerückt. So müssen sie hinter Real Madrid und FC Porto, die in die nächste Gruppenrunde weiterziehen, in die Europa League. Bayer Leverkusen verliert deutlichst mit 0:4 gegen Atletico Madrid. Und Dinamo Zagreb noch deutlicher gegen AS Rom mit 0:5. Atletico Madrid und Bayer Leverkusen waren schon sicher qualifiziert für die nächste Runde. AS Rom zieht mit 9 Punkten in die Europa League ein. In Gruppe 5 verliert Dortmund noch einmal gegen Villarreal und Odessa verliert gegen Panionios Athen. Und damit ziehen Dortmund und Villarreal in die Gruppenphase ein und Odessa kommt in die Europa League. Leicester City gewinnt ein weiteres Mal und erhält damit die Tabellenführung, zieht als Tabellenführer in die nächste Gruppenrunde ein. Ajax Amsterdam besiegt Sporting Braga und kommt somit auf Platz 2 ins Ziel. SSC Neapel muss in die Europa League. Monaco gegen Barcelona 0:2, KC Genk, Zenit 0:0. Barcelona war schon sicher weiter. Und Monaco kommt ebenfalls weiter vor Zenit St. Petersburg, die in die Europa League kommen. PSG gegen Arsenal 0:3, Sion gegen Lokomotiv Moskau 2:4. Arsenal und PSG kommen weiter, Moskau kommt in die Europa League. In selbiger kommen weiter Partizan Belgrad, Ukrajowa, dann AC Florenz, Mönchengladbach, Rapid Wien, AC Mailand, Bayer Jerusalem, Inter Mailand, trotz einer 0:1 Niederlage im Rückspiel gegen Lech Posen,
Benfica Lissabon, Slavia Prag, FC Sevilla. Schalke scheidet durch 2:0:1 Niederlagen gegen Eindhoven aus. Die Young Boys Bern scheiden durch 2:1 Niederlagen gegen Fenerbahce aus. Legia Warschau scheidet nicht aus, sondern kommt weiter durch ein 2:0 im Rückspiel gegen AEK Solna. Terek Grozny kommt weiter, genauso wie Spartak Moskau, die Celtic FC aus dem Pokalwettbewerb schießen. Besiktas gegen Zeljeznika, so klingt es besser. Das Lustige ist, eigentlich bin ich gar nicht so schlecht im Vorlesen von schwierigen Wörtern und Namen. Sobald ich aber hier am Mikrofon sitze, versagt mir sämtliches Sprachtalent, sobald dort vielleicht mal mehr als zwei Vokale oder zwei Konsonanten aufeinandertreffen. Eigentlich ist Zeljeznika jetzt gar nicht so schwierig auszusprechen. Nun gut, Piraeus schlägt Vorskla Poltava. 2:0 und 3:1, kommt in die nächste Runde. Famagusta und Helsingborg trennen sich 0:0 und 2:2. Damit dürfte Famagusta weiter sein, weil sie hier im ersten Spiel als Heimteam geführt waren. Galatasaray gegen Haladas Szombateli aus Ungarn. 1:0 und 5:0. Klare Sache. Nizza kommt weiter, genauso wie Strømsgodset aus Norwegen. Beim 3:0 im Rückspiel gerade noch das Weiterkommen gesichert. Aalborg kommt weiter und OSC Lille auch mit 2 Siegen. Die Gruppen für die zweite Gruppenrunde der Champions League: Tottenham Hotspur, Manchester City, FC Porto, Paris Saint-Germain. Gruppe 2 mit Dortmund, Lyon, Real Madrid und Atletico Madrid. Hier kommt es dann zum Stadtduell. Das ist sehr interessant. Villarreal, Ajax Amsterdam, FC Barcelona und Arsenal FC machen die Gruppe 3 unter sich aus. Und in der Gruppe 4 treten dann Juventus Turin, Leicester City, AS Monaco und Bayer 04 Leverkusen. In Runde 2 in der Europa League kommt es zu vielen Duellen, als dass ich sie alle vorlesen möchte. Ereignis für John McLaughlin aus. Ihr Jugendspieler Martin Heiser hat sich stark verbessert und hat nun Stärke 6, was insofern gut ist, dass er jetzt einer der stärksten Spieler meines ganzen Teams wäre, aber leider erst 16 Jahre alt ist und der Spieler muss für einen Profivertrag mindestens 17 Jahre alt sein. Das wusste ich schon, ich wollte es euch nur nochmal zeigen. So, ich trete genauso an, wie ich aufgestellt bin. Der junge Werner, Sascha Werner, der jetzt 26 Jahre alt ist, erhält noch eine Möglichkeit, sein Talent zu zeigen. Andererseits ist er jetzt 26 Jahre alt und wird leider dadurch sowieso nicht mehr ausgewertet, aber einen Startelf-Einsatz hat er sich trotzdem verdient. Wir spielen gegen einen gleichwertigen Heute Gegner. Kann der kleinste, aber auch der minimal kleinste Fehler das Spiel entscheiden. Bitte seid hellwach! Irgendeiner ihrer Spieler flüstert. Immer die gleiche Leier. Ja, es tut mir leid, aber die Liga ist halt sehr ausgeglichen. Was soll ich tun? Stefan Raab tippt auf eine 3:5 Heimniederlage. Der Platz ist immer noch mittelmäßig. Wir spielen vor 6.460 Zuschauern. Und erhalten in der vierten Minute das Gegentor. Da war mir so eine langweilige erste Viertelstunde eigentlich lieber. Aber ich habe ja so viel gemeckert, dass in der ersten Viertelstunde nichts passiert, dass mich das Spiel gleich bestraft. Torchance für uns. Götzscher kommt an der Strafraumgrenze ganz völlig frei zum Schuss. Broll klatscht den Ball nach vorne ab und Krause schlägt den Ball ins Seitenaus. Damit ist die Chance vorbei. 1:1 durch Molina mit seinem zweiten Saisontor. Der gute Mann könnte doch jetzt mal den Knoten platzen lassen und noch 2-3 Tore nachlegen, finde ich. Gelbe Karte für Kevin Broll wegen Meckerns und da ist das Gegentor durch Julian Leist. Wir rutschen langsam ins untere Ende der Tabelle ab. Das gefällt mir nicht. Aber Torchancen haben wir diesmal genug. Neophytos wird durch Alexandre ersetzt. Und Götzscher bekleckert sich auch nicht gerade mit Ruhm und wird durch Vetter ersetzt. Antreiben. Einer für alle und alle für einen. So, gelbe Karte für Sebastian Schick nach Grätsche von hinten in die Beine. Wir haben eine weitere Torchance, die wir schon wieder nicht nutzen. Einwurf für Groß Asbach von der rechten Seite durch Krause, wirft kurz zu Röser, der flankt auf den kurzen Pfosten, aber dort steht unser Abwehrgott Vasil und köpft ihn zur Ecke. Eckball, Gehring zieht den Ball direkt aufs Tor, aber Endres hat aufgepasst und fängt den Ball locker ab. Ich wäre jetzt sehr für den Ausgleich, liebe Spieler. Alexandre passt sich nahtlos an, bekommt die 4,0.
Im Mittelfeld tut sich nicht viel. Davis ist nicht gut drauf, aber was soll man machen? Ansonsten ist die Abwehr eigentlich ganz gut drauf. Kann Vetter zufällig rechtes Mittelfeld spielen? Nein, aber das kann Pitti. Jetzt haben wir allerdings auch keinen linken Mittelfeldspieler mit. Doch, Neubauer kann dahin. Dann tauschen wir mal ein bisschen durch. Neubauer kommt ins Spiel. Auf geht's. So, Jungs, strengt euch an. Brechstange auspacken. Wir brauchen das Tor. Nein, wir brauchen nicht das Gegentor. Becchione flankt in der Strafung, kein Abseits. Röser wird nicht angegriffen. Warum nicht? Legt sich Ball auf den stärkeren Fuß, sieht flach ab. Endre streckt sich verzweifelt, aber der Ball ist zu platziert. Tor, Spiel gelaufen. Drei Auswechslungen haben wir schon gemacht. Dann können wir etwas Kraft rausnehmen. Das Ganze hat sowieso keinen Sinn. Normal spielen, wenig Einsatz. Und den Spielbetrieb einstellen. Wenigstens ein bisschen Kraft schonen. Das mache ich eigentlich sonst nie, aber ich bin im Moment ein wenig verzweifelt. Ein Ballastspieler des Spiels, Note 3 hübsch, tatsächlich 12 Torchancen und die Niederlage geht nach Menge der Torchancen völlig in Ordnung. Wir fallen zurück auf den 12. Platz, bedrohlich in der Nähe der Abstiegsränge, die ich in der letzten Folge noch als weit genug wegtituliert hatte, dass wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben. In der 11. des Tages spielt immerhin steht Jorge Molina. Und das Ganze sieht nicht gut aus. Ab 2017 wir einen Achter zu haben, den wir nicht kaufen können. Noch ein Achter, nämlich Enrique von Wolfsburg, den wir genauso wenig kaufen können. Und der Rest ist relativ egal. Wir spielen gegen Waldhof Mannheim, den 10. Das ist das nächste Derby. Dann tauschen wir mal wieder wild durch. Werner hat sich nicht gerade ausgezeichnet. Schulte darf mal trotz seiner Zweikampfschwäche spielen. Meier darf spielen. Schulte darf vielleicht eingewechselt werden. Ansonsten sollten wir mal mit der stärksten Elf spielen, dass diese sich auch einspielt. So. Was machen wir? Wir könnten vielleicht... Wenn wir das hinkriegen. Ich glaube, hier in der Gegenüberstellung gibt es. Ich suche die Funktion für das Kurztrainingslager. Machen wir ein Geheimtraining auf jeden Fall. So. Automatisches Einzeltraining. Form schlechtester Spieler. Detektiv kann überwachen. Warum auch? Wir haben hier keinen Maulwurf. Diese Woche sieht es so aus, als würde unsere Kondition deutlich absinken. Außerdem haben wir schlecht gespielt. Da können wir doch mal eine brutale Konditionswoche einlegen, die wir am Samstag mit ein wenig Straftraining, das ist der Sonntag, ein wenig Straftraining kombinieren. Trainingsspiel wird hier gegen frei und 5 gegen 2 ersetzt. Dafür findet am Dienstag ein kleines Trainingsspiel statt und am Mittwoch ebenso. Gut, auf geht's. Da wäre die Option Trainingslager vor dem Spiel gewesen. Jetzt habe ich sie gefunden. So, Frische sackt ein wie nichts Gutes. Dafür haben die Spieler hoffentlich verstanden, worum es geht. Taylor ist zwar angeschlagen, aber wäre wieder einsetzbar. Das könnte man in diesem Fall sogar riskieren, falls das nötig sein würde. Neophytos hat mich im Moment nämlich noch überhaupt nicht überzeugt. Hat 12 Einsätze, grandiose 0 Tore und eine Vorlage. So, Kritik. Gegnerinfo. Spielankündigung. Letzte Spiele, Niederlage 0-0. Also unentschieden, Niederlage 0-0. Niederlage 0-0, Niederlage. Das ist eine Serie des Grauens. So. Ich warte. Eine Revanche für die Pleite vom letzten Spiel. Ich erwarte, dass ihr euch für die Pleite vom letzten Spiel revanchiert. Aber richtig. Einige Spieler können sich das Lachen nicht verkneifen. Nun gut, vermutlich bezieht sich das wieder auf das letzte Spiel gegen die gleiche Mannschaft. Waldhof Mannheim 4, Kickers Offenbach 1. Danke, Dieter. Daniel Di Gregorio in der 17. Minute mit dem 1-0.
Es blinkt rot, wir arbeiten uns keine Torchancen. Nichts, absolut gar nichts. Dann bringen wir Matthew Taylor, der immerhin einen Torriecher hat, nölen herum. Ihr seid aber auch immer einen Schritt zu spät. Und hoffen, dass das Ganze die Wende bringt. Gelbe Karte für Pitti wegen schwerer Schiedsrichterbeleidigung. Schauen wir doch mal. Ah, der Schiedsrichter ist Dr. Felix Brich. Kompetenz 10, Härte 3. Trotzdem kann Pitti gehen. So geht das nicht, lieber Herr. Chance für Waldhof Mannheim. Karte dringt in den Strafraum ein. Ist zu egoistisch und verheddert sich. Sehr gut. Bisherige Anzahl unserer Torchancen, eine. Gerade wo ich sagen wollte, bis zur 76. Minute keine Torchance. Zweite Torchance. Freunde, wie wäre es, wenn jemand die Brechstange auspackt? Einzelgespräch will ich natürlich nicht machen. Ich habe noch viele Defensivspieler dabei. Ulm kommt etwas weiter nach vorne. Taylor spielt richtig schlecht nach seiner längeren Verletzung. Und kann offensichtlich nicht mehr. Wir verlieren das Spiel mit 0:1. Schwaches Spiel. Gianluca Korte ist Spieler des Spiels. Und sonst gibt es hier nicht viel zu sagen. Wir fallen zurück auf den 13. Tabellenplatz. Nur noch einen Punkt vor den Abstiegsrängen. 11 des Tages. Immerhin unser Spieler Basil. Bei den Transfers gibt es einige ablösefreie Spieler, die ich vermutlich nicht verpflichten darf, weil die Banken es mir verbieten werden, wie zum Beispiel Onur Bulut. Richtig, die Banken gewähren mir keinen Kredit mehr. So, zwei Niederlagen in Folge, davor ein Unentschieden. Jetzt allerdings gegen ein deutlich schlechteres Team. Wie sieht es in der medizinischen Abteilung aus? Taylor ist bald wieder fit. Den stelle ich schon mal auf. Neubauer. Ansonsten sehe ich nicht, was ich sonderlich wechseln könnte. Besonders gut ist mein Kader halt nicht besetzt. Ah, ich habe kein Training eingestellt. Nun gut. Etwas Technik könnt ihr trainieren. Mein Spieler Jorge Molina hat starkes Heimweh. Am liebsten würde er wieder zurück in sein Heimatland. Motivation sinkt auf 80 Punkte. Das heißt, seine Stärke wird stark nachlassen. Die Champions League-Ergebnisse. Tottenham verliert gegen PSG mit 1:2. City schlägt Porto 4:2. Dortmund Atletico 1:1. Olympique Lyon Real Madrid 1:1. Arsenal siegt bei Villarreal mit 2:1. Ajax Amsterdam gegen Barcelona 2:3. Turin gegen Leverkusen 1:1. Leicester City gegen AS Monaco 2:1. Hier gibt es in den Rückspielen was zu berichten. Sascha Werner hat sich das Außenband gerissen. Also wenn Sie sich den Spieler David Umso anschauen, ist nicht mehr der Jüngste und früher war auch mal deutlich schneller. Mike Vetter hat sich im Training verletzt und einen Ermüdungsbruch zugezogen. Nun gut, Ulm hat dadurch sein Talent Schnelligkeit verloren. Das müssen wir nächste Woche direkt wieder antrainieren. Nochmal 2 hat anders aufgestellt und ist jetzt deutlich stärker geworden. Nichtsdestotrotz bringe ich den grandiosen Spieler McLowhorse und schaue mal, was mit ihm so geht. Genauso gut kann Molina erstmal auf der Bank Platz nehmen. Wir passen uns dem Gegner an. Ich erwarte eine konzentrierte Vorstellung, dann klappt das. Kritik. Ich erwarte, dass ihr euch heute auf eure Stärken besinnt. Ich weiß doch, dass ihr viel mehr drauf habt. Dann zeigt es ihnen. Die Spieler finden diese Ansprache unpassend. Bertie Vogt zippt auf ein 5:1 für Hoffenheim 2. Man muss es positiv sehen, immerhin kein Gegentor in den ersten 15 oder 25 Minuten. Dem nimmt den Ball mit, passt auf den rechten Flügel, geht in den Strafraum
Kuppmann versucht Theodosiades auszuspielen, der setzt die Grätsche an und kann den Angriff abfangen. Sehr schön. Damit passiert weiterhin erstmal nichts. Und da waren zwei Torchancen, kurz vor Ende der ersten Halbzeit. Aber das 1:0 möchte nicht fallen. Meier hat die Note 4, dafür wechsle ich diesmal Schulter ein. Und auch Götscher kann mich nicht sonderlich überzeugen, aber er spielt erstmal weiter. Weiter so. Und 3:0 Torchancen, 0:0 Tore. 4:0 Torchancen. Die Chancenauswertung bleibt das große Problem. Mies passt den Ball flach zur Strafe und ganz zurück. Eskan stoppt den Ball, läuft gemütlich zum Mittelkreis, lässt Rapp wie ein Anfänger stehen, spielt den Ball nach links hinaus. Rossipal spielt steil, auch bei Pass ist zu weit. Abstoß. Und da ist das 1:0 durch Marco Engelhardt. Das heißt, unsere Stürmer gehen und zwei neue Stürmer kommen. Taktik, Brechstange, ist zu früh, aber offensiv. Einsatz 120%. Prozent. 0:2, Barış Atik. Dann können wir das mit dem Einsatz auch gleich mal wieder bleiben lassen. Kontrolliert offensiv spielen. Nein, wir packen die Brechstange aus. Marco Rapp hat sich verletzt. Diagnose Außenbandanriss, er wird vermutlich 3 Wochen ausfallen. Wechseln kann ich nicht mehr. John McLowhouse unterstützt die Angreifer als hängende Spitze. Es passiert nichts mehr. Marco Rapp, Diagnose Außenbandanriss, haben wir gesehen. Dass das Spiel naja war, haben wir auch gesehen. Die Chancen waren ausgeglichen. Und wie üblich haben wir kein Tor geschossen. Wir fallen zurück auf einen Abstiegsplatz. Jetzt sollte sich langsam mal was tun. In der Elf des Tages steht keiner unserer Spieler und das zu Recht. Nationalspieler haben wir nicht. Dieser Spieler hat kein Talent und ist deswegen weniger interessant. Und ich denke, einen Spieltag können wir hier durchaus noch durchführen. Gegen Jahn Regensburg. Das wird ein schwieriges Duell und ein 6-Punkte-Duell gleichzeitig. Verletzt haben sich Rapp, der 19 Tage ausfällt, Werner, der 31 Tage ausfällt und Vetter, der 109 Tage ausfällt. Hervorragend. Alle drei waren besucht. Auf der Rechtsverteidigerposition haben wir dann mit quasi ein Problem. Meier kann aber rechts spielen und Rapp wird ebenfalls ersetzt. Ich selber werde nicht 2 Spiele in Folge machen. Maslanka kann eingesetzt werden. Und ich glaube, dieses Spiel werden wir, vor diesem Spiel werden wir die erste Krisensitzung durchführen. Trainieren würde ich trotzdem gerne. Und wir trainieren 4er-Kette. Nächste Woche trainieren wir eine gemischte Woche. Und dann ist eine Woche spielfrei. Marco Rapp freut sich sehr über meinen Besuch. Die Firma von Schiri Paul Melin ist pleite und dieser steht auf der Straße. Na sowas. Sie besuchen ihren verletzten Spieler Sascha Werner. Er ist sehr froh darüber, dass sie ihn nicht vergessen haben. Ihr Spieler Matthew Taylor wurde als Fachberater für einen Fußballmanager engagiert und musste deshalb zurzeit am Abend ziemlich viel arbeiten. Ablenkung, 2 Punkte. Man merkt deutlich, dass die Mannschaft den Sinn dieser Sitzung nicht ganz versteht. Die Situation sei keineswegs so dramatisch. Wir haben zwar seit gefühlt 6 Spielen oder 8 Spielen nicht mehr gewonnen, aber okay. Mike Vetter freut sich, dass ich ihn besuche und findet es toll, dass ich mich auch um die verletzten Spieler kümmere. Spanien schlägt Deutschland 3:0, England, Ukraine 3:2, Portugal, Frankreich 1:2, Italien, Russland 4:2, Spanien, Deutschland 3:0. Wird uns zweimal angezeigt. Gut, Molina darf statt Alexandre in die Startelf. Hat ja immerhin schon 2 Tore erzielt. Kirchhoff statt Meier in die Startelf. Wir spielen gegen Jahn Regensburg. Kritik? Dieses Spiel ist ein Neuanfang. Ich erwarte 100% Einsatz nach 3 Niederlagen in Folge. Ab heute weht ein ganz anderer Wind. Ein ganz anderer Wind. Ich erwarte von der ersten Minute an Vollgas!
Ihre Mannschaft scheint gewillt, ihr Bestes zu geben. Das wäre doch mal was. Angela Merkel tippt auf 3-1 für Jahn Regensburg. Tatsächlich blinkt es in den ersten paar Minuten ein paar Mal rot, ohne dass große Torchancen entstehen für uns. Und Sebastian Nachreiner macht das 1-0 für Jahn Regensburg. Es läuft nicht, Leute, es läuft nicht. Dann Schöpf kriegt die gelbe Karte. Lüge nimmt den Ball mit, schlägt einen Haken, flankt in den Strafraum. An Freund und Feind vorbei, segelt der Ball auf die gegenüberliegende Seite. Brandstätter versucht Gürtscher auszuspielen, geht an ihm vorbei, nimmt den Ball mit, flankt aus vollem Lauf, doch der ist zu weit und landet auf dem anderen Flügel. Luke legt flach an die Strafraumkante zurück, Schöpf versucht Pitti auszuspielen, geht an ihm vorbei, kontrolliert das Leder, spielt zurück Richtung Mittellinie. Salah passt den Ball ins linke Mittelfeld hinüber, aber keiner weiß, wen er da gesehen hat. Ich auch nicht. So, meine Spieler sind alle ziemlich schlecht drauf und es wird Zeit für ein Donnerwetter. Also bei der Scheiße, die hier zusammengespielt wird, da reiben sich allenfalls die Fliegen die Hände. So geht das nicht weiter! Tut sich was? Nein. Gelbe Karte für Kirchhoff nach Grätsche von hinten in die Beine. Ulm hat seine Pause sehr gut verkraftet und spielt furchtbar. Kirchhoff wechsle ich auch lieber aus, der hat schon gelb. Ich hätte noch eine auswechslungsfrei, falls Ulm nicht besser werden sollte. Immerhin eine Torchance. Und da ist der Ausgleich durch Jorge Molina mit seinem dritten Saisontor. Sehr schön. Theodosiade stoppt den Ball, legt nach innen quer. Molina stoppt den Ball und spielt ihn zum Mittelkreis zurück. Warum? Masel sieht den Weg nach vorne versperrt, trabt auf die rechte Seite hinaus, sieht sich Schöpf gegenüber. Schöner Doppelpass mit Meier. Läuft gemäßlich Richtung Schwäche. Rechte Strafraumecke schaut, spielt immer direkt in den Strafraum. Kein Abseits, aber der Linienrichter hebt die Fahne. So wird man hier um den Sieg betrogen. Leute, macht was. Na, immerhin keine Niederlage. Das ist nicht besonders gut. Es steht um uns relativ eng. Wir bezahlen auch noch eine Menge Prämie dafür, dass wir hier nicht besonders gut gespielt haben. Wobei wir diesmal wenigstens mehr Chancen hatten als der Gegner. Und hätte uns der Linienrichter nicht um das sichere Tor betrogen, das ich schon förmlich vor mir sehen konnte. Nun gut, ganz so sicher war es vielleicht nicht. Sebastian Nachreiner ist Spieler des Spiels, der Spieler hält die Note 4. Wir steigen einen Platz mit diesem Unentschieden von den Abstiegsrängen. Viel tun tut sich weder bei den Torschützen, wo inzwischen der beste Torschütze auch nur 7 Treffer hat. Also Matthew Taylor ist noch aussichtsreich im Rennen. Bei den Scorern haben wir gar keine Spiele mehr. In der Elf des Tages steht die halbe Hoffenheimer Mannschaft. Und soweit, so gut. In Italien steht die nächste Pokalrunde an. Auf der Transferliste werden wir uns nicht weiter austoben. Es sei denn, wir können Nico Rinderknecht verpflichten, aber das ist, glaube ich, nicht nötig, einen weiteren Fünfer zu verpflichten. Lassen wir das erstmal. Spiel gegen FSV Mainz 05, das nächste absolute Lokalderby. Aber das wird dann Inhalt der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.